Ein herzliches Willkommen zurück im eisigen Nordmar bei der hoffentlich letzten Folge, in denen ich massiv viele Orks verprügeln muss, aber das wird es nicht sein. Ihr wisst es, ich weiß es, wir alle wissen es. Spätestens, wenn ich unten reingehe. Also ich weiß noch ungefähr, was mich da unten erwartet. Also da, wo wir halt letztendlich hinwollen. Zu der Schmiede quasi von Nordmar. Da sind eine Menge Orks, glaube ich. Also da habe ich, da habe ich was im Kopf davon. So. Blöden Fleischwanzen. Oh, schwere Truhe, bist du's? Das ist ja komplett random. Also das ist wirklich hart random. Das in dieser Höhle komplett am Arsch der Welt präsent eine Metalltruhe präsentiert wird. Das ist interessant. Das ist neu. Ist das das Orklager, von dem die alle kamen? Oder ist das noch... bemannt. Nein, das ist das Orklager, aus dem die kamen. Vor allem frage ich mich, so viele wie das waren, waren die da alle drin? Also dann klar, dass die Nordmar überleben, wenn sie so hart kuscheln. Dann wird einem ja nicht kalt. Schwere Truhe? Alte Truhe. Magie. Er starb. Wassermagier. Ja, falls man sich irgendwas verbaut hat oder halt zum Beispiel Schwarzmagier spielt, ist das halt praktisch. Also es geht in die andere Richtung weiter. Allerdings möchte ich mal kurz gucken, wie es hier ist. Denn, wenn ich... das richtig sehe. Wo ist denn das jetzt hin? Ich habe doch gerade was gesehen. Ah nein, da habe ich mich vertan. Okay. Wenn ich das richtig sehe, komme ich da letztendlich dann eigentlich da raus, wo ich über Vanguard das erste Mal versucht habe, hierher zu kommen. Ja. Du bist nicht tot. Also die Musik werde ich vermissen, wenn ich nicht mehr Gothic spiele. Aber tatsächlich wirklich hauptsächlich die 1er und 2er Musik. Wie gesagt, die 3er ist schon geil, ist auch die hochwertigste, aber 1 und 2 hat die stärkste Nostalgie. Besonders der 1er. Schon wieder Minecrawler gehört. Und Golems, glaube ich. Sag mal.
Also bei dem Schlag, mit dem kommen die nicht klar. Weil die denken sich, oh, der holt 15 Minuten aus. Ja, 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 jetzt könnte ich zuschlagen. Das ist einfach Copy-Paste, genau die andere Höhle, in der ich gerade schon war. Nur, dass hier nicht mal eine Metalltruhe ist. Hier ist sogar gar nichts drin. War halt Erz vorne dran. Könnte auch ein Troll sein. Ja, ist ein Troll. Oh! Alte Truhe, okay. Mana-Regeneration, 26.000 wert. Wie viele von den alten Truhen habe ich eigentlich mittlerweile? War ich da auch so gründlich? Ich vermute mal. So gesehen sammle ich ja beide gleichzeitig. Beziehungsweise achte ich drauf. Weil die ja wie schwere Truhen ausschauen. Tja, Leute. Da ist es die Reichweite, die carried. Da könnt ihr nichts machen. Da könnt ihr gar nichts. Okay, wo führt das hier hin? Ich glaube, das führt genau dahin, wo ich denke, dass es hinführt. Da! 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 Selbst wenn sie ganz nah an mir dran sind, habe ich die Chance, beim einfach nur Tastenspammen sie ganz gut zu treffen. Weil die Waffe so lang und breit ist, dass die Hitbox meiner Waffe sie halt relativ früh trifft. I like this weapon. Ich hatte ja rein innerlich schon lange vor, sie anzuziehen. Und ich finde es schön, dass ich die jetzt tatsächlich doch tragen kann, bevor das Spiel endet. Ja. Auch wenn ich gerne wüsste, was in der letzten Truhe drin ist. Was ich nämlich noch vermisse, ist so eine Waffe wie Uriziel, beziehungsweise Innos Zorn, was ja quasi dieselbe Waffe ist. Die fehlt halt noch. Ja, dann gehe ich mal davon aus, wenn sie hier existieren würde. Wovon ich ausgehe. Hat die dann wahrscheinlich auch ein unique Aussehen. Also, die sieht nicht aus wie dieses Paladin-Zweihandschwert, hätte ich jetzt gesagt, sondern... Naja, hat halt eigene Textur und so weiter. Maybe ist das aber auch einfach nur Wunschdenken. Also noch bin ich nicht da, wo ich dachte, dass es mich letztendlich hinführt. Ist das nicht eigentlich ein Frevel, die ganzen Wölfe umzubringen, wenn die vom Wolfsklan sind? Welche Schandtat. So, ich wollte ja was gucken. Fällt mir gerade ein. Ja, die Rüstung ist besser als... Ey, ihr bleibt erstmal hier? Okay, gut. Dann trinke ich schnell.
Vielleicht ziehe ich die Nordmar-Rüstung trotzdem ein bisschen an. Einfach, um mal wieder eine andere Rüstung anzuhaben, weil ich die auch ganz hübsch finde. Ich glaube, jetzt bin ich da, wo ich dachte, dass es mich letztendlich hinführt. Boah, zwischen den zwei Bäumen, das wäre cool gewesen. Ja. Dann bin ich ja hier ins Landesinnere. Richtig? Ja. Jede Menge tote Orks. Okay. Dann kann ich nochmal zurücklaufen, weil da war in der anderen Richtung noch was, wo ich nicht war. Das wird jetzt ein kleiner Ausflug. Ohne die ganzen Gegner. Aber so geht's ja dann logisch gesehen auch schneller insgesamt, wenn ich jetzt nicht noch mich durchkämpfen muss. Frage ist, schaffe ich's? Ja, ich glaube, ich schaffe es hier so rüber. Dann spare ich mir ein bisschen Weg. Ja. War sogar gar nicht so wenig Weg, den ich mir gespart habe. Wahrscheinlich ist jetzt in der anderen Richtung einfach gar nichts. Oder es geht nur 2 Meter weiter oder so und dann ist finito. Wobei es zumindest danach aussieht, als würde es weitergehen. Wie komme ich denn eigentlich darüber? Ach, hier! Leel. Okay. Hier sind auch nochmal Orks. Aber ich glaube nicht so viele, weil das Lager kann nicht so groß sein. Ich nee, werde dich ist es auch nicht. Töten. Falls das überhaupt das Lager zählt. So, mein Freund, du und ich. Anscheinend nicht. Ich habe nichts bekommen. Vielleicht hätten die auch eigentlich mitfliehen müssen, sind sie es aber nicht. Wirkt auch ein bisschen random, dass die hier so rumstehen eigentlich. Okay, hier ist zumindest mal nichts. Dieser eine Knüppel. Von den 18.000 Viechern, die ich hier anvisieren könnte, denkt sich mein Charakter, nee, der Knüppel, den will ich. Oh, was haben wir denn hier? Ist das euer kleiner Sex-Dungeon? Feuerballmann da hinten ist unfair. Ja.
Ist aber nur eine normale Goblin-Höhle, also ist jetzt nicht so, als würde ich... Ja, ist nichts Besonderes drin. Hier auf eine schwere Truhe oder so treffen. Na gut. Oh, das klappt halt mittlerweile echt gut. Mit dieser Waffe ist ihre Überzahl bedeutungslos. Peng. Ist da oben was drauf? Nein. Da ist ein Hirsch weggerannt, ich hab's genau gesehen. Oh, da ist noch einer. Das ist so ab vom Schuss, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass hier irgendwas ist. In der Höhle, die Höhle da hinten hat sich perfekt angeboten, dass da eine schwere Truhe ist, drin ist, meiner Meinung nach. Irgendwie erinnert mich das hier auch ein bisschen an Risen 1 mit dem Girger. Falls ihr Risen 1 gespielt habt. Das ist auch so, ich hab's nicht mehr genau im Kopf, ist ewig her, dass ich's gespielt habe. Da geht man auch irgendwie so durch so eine Schlucht oder so einen Übergang zu so einem Extragebiet und da ist dann halt der Girger mit seinen Kombanos. Was machst denn du hier? Schau, dass du Land gewinnst. Theoretisch gehe ich jetzt mit diesem Weg hier in den Norden. Vielleicht begegne ich dann diesem wunderschönen Wolf, der mir angepriesen wurde, dass ich ihn töten soll. Da geht's nicht hoch. Ich vermute mal, das ist auch ein besonderer Wolf. Also der ist entweder größer oder hat sogar eine andere Farbe. Wow. Gut, dann halt nicht. Keine Ahnung, wieso ich die nicht getroffen habe, um ehrlich zu sein. Da! Da! Da ist ein Steinkreis. Okay, Steinkreis würde ich das nicht nennen. Es sah aus wie der Anfang von dem Steinkreis. Ich will nichts hören. Das ist ein Goblin-Steinkreis. Irgendwie schießen die einmal mit einem Eisblock und rennen dann auf einen zu. Also ich meine, da kann ich glücklich drüber sein, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Aber es ist sehr ineffektiv. Aua. Noch mehr Orks. Ja, da ist da auch wieder ein Eingang in diese Schmiede runter.
Zumindest ist da ein riesiges Loch in der Wand. Könnt ihr wohl damit aufhören? Aus Versehen den Anführer noch mehr getroffen. Das war clean. Hat zu verdienen. So. Okay. Wie viele befinden sich hier? Wie viele Orks ist? Ja, scheint ein Eingang zu sein zu einem Lager. Fuck. Ich wollte ganz schnell die Schamanen wegbursten, dass ich da kein Problem mehr habe, weil das sind 3 Stück. Alter, hör doch auf, jedes Mal hinzufallen. Jetzt gehörst du. Schmeckt's? Da. Diese dämlichen Elite-Krieger. Die Elite-Krieger blocken so viel, das ist halt echt schlimm. Die greifen weniger an, die sind weniger angriffslustig. Habt ihr's bald, ihr blöden Armbrustschützen? Hi. Okay, so im Endeffekt aber auch nur der Eingang zur Mine, dann glaube ich. Das heißt aber auch, dass dieser Komplex unterhalb gigantisch ist. Also ich habe ihn groß in Erinnerung, aber so groß? That's what she said. Oder? Nee, ist nur ein Ahnengrab. Okay, ich habe nichts gesagt, Weil das wäre echt gigantisch. Das müsste dann das letzte sein. Wie gesagt, also ich hatte vorhin im Gefühl 4 und 5 sind's ja. Akashas Grab. Aber ich habe gar keinen Ahnenstein, oder? Hatte einer von denen einen dabei? Blöden Bogenschützen. Eigentlich brauche ich mich nicht heilen. Eine Lebensregeneration macht das schon. Adanos Ring. Finde die 5 Artefakte Adanos. Und dann habe ich die auch alle, ja? Was kann denn Adanos Ring? Adanos-Artefakt. Adanos-Artefakt. Ah, okay, ich habe tatsächlich schon den Adanos-Ring gehabt, aber halt den mit Leben, nicht mit Mana. Jetzt habe ich den mit Mana noch, der mir aber nichts bringt. Macht aber auch nichts. Hier ruht Akasha. Da ist eine Öffnung. Da kann man einen Stein einsetzen. Er passt. Okay. Dann wird das auch erledigt. Mensch, richtig Progress hier.
Das ist ja was ganz Neues für mich. Ich brauche mal wieder eine Folge, wo wir 16 Folgen lang von mir hören. Hier gucke ich nur ganz kurz hin. Das war ja schon mehr als ein Blindschuss. Ich meine, ich konnte ihn nicht mehr sehen. Jetzt ist der Schamane in den Nacken. Naja, soll nicht mein Problem sein. Ich glaube, da hat gerade noch ein Goblin seinen Knüppel gezogen. Ja, da ist er auch schon. Hallo. Da ist wieder ein Orklager. Hammerclown. Oder? Orks? Ich glaube. Ist das das Orklager, was ich vielleicht schon gemacht habe sogar? Das kommt mir bekannt vor. Ja, das ist das, was ich schon gemacht habe. Da bin ich von oben runter. Und habe da hinten gekämpft. Mit dem Eingang in die Mine, ja. Genau. Okay. Ist die Frage, wo ist der Wolf genau? Also ich konnte da noch hoch. Da würde ich jetzt mal hingehen. Das ist quasi der nördlichste Punkt, an den ich dann noch kann, an dem ich noch nicht war. Doch da hoch, oder? Ja, hier, genau, okay. Schade. Säbelzahntiger. Boah, also das, ich glaube, das ist sogar das, was mich am meisten in dem Spiel aufregt. Schüsse, die definitiv treffen müssen, die es aber nicht tun.
Aber das regt mich tatsächlich nur in Anführungszeichen so sehr auf, weil ich dann ewig wieder diese Armbrust spannen muss. Die Animation ist mir einfach zu langsam und dauert zu lang. Das ist ganz fürchterlich. Eine Armbrust war auch in Gothic 2, meiner Meinung nach, bevor du die Dingshaltung nicht bekommen hast, die Meisterhaltung, war sie ganz fürchterlich. Hirsche. Ach du Heilige, wie viele sind das denn? Schade. Kommt ihr nochmal her? Nein? Ah! Warte mal. Hier war ich doch auch schon mal, oder? Oder haben sie das auch kopiert? Also, ich erinnere mich genau an so eine Stelle, dass wir da schon mal waren. Da ging es an einer Stelle so runter, hier ging es hoch, dann war da so ein Stein, den habe ich gebraucht, um mich zu heilen, da waren Wölfe. Und links war aber eine Schlucht statt das hier mit Eisgolems. Oh, weißer Hetzer. Das ist halt einfach legit ein normaler Wolf. Na gut. Dann ist es so. Da hochzugehen bringt mir gar nichts. Aber darunter kann ich noch gehen. Ihr könnt ja mal sagen, in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt schlimm findet, dass ich noch so gründlich bin, in Anbetracht der Tatsache, dass der Spieler sich quasi dem Ende zuneigt und halt noch die ganzen Viecher umklatschen will. Oder ob ihr euch denkt, ja klar, würde ich auch machen. Weil ich meine, desto leichter wird es ja dann trotzdem, wenn ich unten in diese Schmiede reingehe, weil das wird, glaube ich, ein ziemliches Shitfest. Also ich glaube, da kann man nicht stark genug dafür sein. Sind denn eigentlich die Hirsche hin? Ah. Weil die sind in die Richtung. Deswegen dachte ich mir schon, eigentlich müsste ich denen jetzt in die Arme laufen. Okay, wow. Das war unnötig. Aber da habe auch ich verschossen und nicht das Spiel. Bist du schon außerhalb der Distanz und deswegen noch hier in der Nähe? Sieht nicht danach aus. Dem einen Hirsch laufe ich jetzt nicht hinterher. Ich schenke diesem Hirsch sein Leben. Tschüss, Stimme. Das ist keine Höhle. War ich mir gerade nicht sicher. Sind über mir die anderen, die die Schwerter ziehen? Oh, ich habe sogar zweimal gerade getroffen.
bisschen höher. Muss den Hügel bedenken. Oh oh. Da! Okay, das war relativ souverän. Ich höre da unten irgendwas stampfen. Glaube ich, Eisgolems. Dieser arme Hirsch hat sich da ewig seinen Weg nach oben gebahnt, um dann erschossen zu werden. Da ist noch ein Hirsch. Da! Okay, der hat mich schon bemerkt. Muss der schon mal an. Da! Ich heil mich lieber. Weil ich hier durch das Gebüsch nicht so ganz sicher war, ob da vielleicht noch was sein könnte. Ich hatte sogar das Gefühl kurzzeitig, dass es zwei Goblin-Schamanen sind, waren es dann aber nicht. Ja. Da kratzt sich noch ein Wolf. Oh, der Anführer der Hirsche. Oh! Ach ja, diese Musik, die immer für eine halbe Millisekunde anfängt. Ich weiß ja, dass es da einen Patch gibt. Allerdings hat der, glaube ich... Also ich würde halt den Patch so nehmen, dass die Musik, sag ich mal... Oder sag ich mal, ich formuliere es anders. Ich würde einen Fix nehmen, der die Musik so verändert, dass es länger dauert, bis sie halt in die Kampfmusik übergeht. Beziehungsweise andersrum, dass der Cut nicht so hart ist. Aber dieser Fix, den ich kenne, beziehungsweise diesen Patch oder Mod oder was das ist, der macht es ja, glaube ich, auch so, dass die Musik aus den anderen Spielen verwendet wird. Also aus Risen zum Beispiel oder aus Gothic 2. Und das wollte ich nicht, weil ich wollte ja das Spiel an sich so vanilla wie möglich halten. Zumindest beim ersten Durchlauf. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal mit dem Modpack spielen. Weil mich interessiert, was da alles dazu kam. Vor allem ist da, glaube ich, auch an dem Balancing geschraubt worden nochmal. Muss ja. Dadurch, dass, glaube ich, jede Menge Rüstungen und Waffen dazu kamen. Oh. Da! Doch bestimmt gleich wieder ein Level ab, oder? Ich fühle es. Oh. Ne, dauert noch. Dann hatte ich mein letztes. Das ist gar nicht so lange her. Dann 86 Lernpunkte. Ach du Heilige. Aber ich bin jetzt halt gerade nicht darauf angewiesen, das im Moment auszugeben. Deswegen... Mai. Ich kann damit leben, aktuell damit rumzulaufen. Ich schon da runter gucke und einen toten Oger sehe. Ich habe einfach komplett Nordmar abgeschlachtet. Da ist noch ein Ahnengrab. Aber in dem war ich ja schon. Richtig. Okay, dann würde ich jetzt sagen, ich habe hier alles erforscht. Dann würde ich darunter springen, wo ich den Eisgolem noch gehört habe.
Schauen, wo mich das noch hinführt. Oder die Eisgolems. Ich glaube, es waren nämlich zwei. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Ich könnte auch kurz in die Richtung gucken, wo das hinführt. Nur, dass ich es gesehen habe. Ich vermute mal, wenn ich da jetzt ein Stück lang laufe, werde ich auf Tote treffen. Weil das ist Richtung Feuerclan. Da war ich ja auch schon. Ja. Ich gehe jetzt da runter. Ja, da ist auch ein toter Wolf noch. Okay. Einer von euch muss verfehlen. Das gibt's nicht. Also dem Feuerball kann man ausweichen, aber diesem Eisblock nicht. Nee. Dem wird nicht ausgewichen, Bitch. Meteor. Na super. Der eine Feuerball so, okay, bye. Natürlich auch eine Möglichkeit, den so in die Fresse rennen, dass er gar nicht dazu kommen. Ha! Jetzt du noch. Nice! Das war schön. Ah! Wer bist denn du? Okay. Diesen Kampf gewinnst du, Hirsch. Ja, leg dich auf deinen Kumpel drauf. Feuerclan. Also ich denke, ich war ziemlich gründlich. Ich glaube, ich kann anfangen, Quests abzugeben. Hä? Ja, jetzt bin ich auch wieder hier. Ja, ich fange jetzt mal an, Quests abzugeben. In den Wolfsclan möchte ich ganz gerne bitte... Also meines Erachtens nach haben wir jetzt, also eventuell ist hier noch ein bisschen, weil bei dem Feuerclan war ich ja dann auch nicht mehr so genau, beziehungsweise beim Kloster. Aber Nordmar müsste ziemlich fertig sein jetzt. Rück den Stein raus. Unterschätzt. Der alte Wolf hat noch Zähne. Tötet den Hetzer. Gott sei Dank ging das nicht. Ich habe mich nämlich gerade verklickt. Der Hetzer ist tot. Ich weiß. Ich habe es gespürt, als er starb. Bekomme ich jetzt den Stein? Ja. Er soll dir gehören. Halte ihn in Ehren. Was ist mit dir? Ich werde jetzt gehen und sterben. Meine Hütte gehört dir. Ich brauche sie nicht mehr. Klingt alles sehr spaßig, danke. Ach, warte mal. Ich glaube, ich muss vorher nochmal zur Rune. Weil der muss ja auch noch die Wolfsfelle von dem anderen bekommen. Dann ist quasi dieses ganze Jagdzeug hier abgeschlossen. Ich habe hier Felle von Hansson. Ah, die Eiswolffelle. Ich habe schon darauf gewartet. Warte, ich habe hier was für dich. Schinken? Ich habe ein paar Heiltränke und ein paar Mana-Tränke. Alter, das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Gib mir die Heiltränke. Okay, ja, mit der fetten Rüstung. Dann kann ich jetzt nämlich endlich mal ein bisschen was verkaufen, weil die ist eine Menge wert. Die Rubinklinge behalte ich. Ja, also vom Wert her komme ich da gut hin. Dann kann ich jetzt endlich was verkaufen. Das ist sehr gut. Ja, locker, locker. Amulett, das habe ich 7-mal. Ja, das war's eigentlich. Ich glaube, den Rest bezahle ich bar. So. Ja, komm, wir tragen jetzt eine Zeit lang die Rüstung. Habe ich jetzt Bock drauf.
ein bisschen Abwechslung. Auch nicht diesen furchtbar hässlichen Helm auf hat. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Wisst ihr was? Einfach weil wir jetzt relativ viel reden, ziehe ich den Helm mal wieder aus. Ach, ich hab dir gar nichts mehr zu sagen. Oh, die Rüstung schaut schon cool aus. gut, dann würde ich mal Interesse halber zum Kloster gehen. Einfach nur, um zu gucken, was sie zu sagen haben. War im Kloster nicht auch der Alchemist, der den Stein von Bogir wollte? War der nicht hier? Noch nicht. Beweise erst einmal, dass du es auch wert bist. Oh, die Paladin-Rüstung ist halt sogar noch besser als die Ork-Rüstung, die ich habe. Die Ork-Rüstung ist dafür ein... Naja, ich wollte gerade sagen Allrounder, aber die hat jetzt halt 10 bei Eisfeuer. Ja, das ist ja auch nichts. Mach hier keinen Ärger, klar? Ich habe immer das Gefühl, dass mich alle anschreien. Ich muss da hoch. So, du warst das doch, oder? Hier. Kloster. Bringe Aiden das Geheimnis der Druiden. Nein, das warst nicht du. Aiden! Hier ist der Stein. Ja, endlich! Ja! Ich habe auf diesen Moment gewartet. Jetzt wird alles gut. Hier, dieses alte Buch habe ich in der Bibliothek gefunden. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Aidens Buch, okay. Altes Wissen plus 12. Tatsächlich nicht schlecht, ne? So kriege ich mein altes Wissen sogar relativ hoch. Ich meine, ich brauche es nicht, aber... It is what it is. Ja gut, gehen wir mal zu... Okay, der sagt nichts. Gehen wir mal zu Milton. Weil der wird doch sicherlich unglücklich sein, dass wir die Feuerkelche den Orks gegeben haben, oder? Ciao. Ich könnte mich auch einfach teleportieren. Sag mal, bist du denn des Wahnsinns? Wie konntest du die Feuerkelche den Orks überlassen? Innos ist erzürnt. Jetzt wird uns das heilige Feuer nicht mehr helfen. Entspann dich, alles wird gut. Das will ich hoffen. Okay, anscheinend vertraut ihr mir trotzdem. Gut. I take it. Vom Hammerclan habe ich ja den Dings nicht, ne? Den Teleportstein nicht. Da habe ich mich herausteleportiert, ohne ihn zu haben. Ich glaube, ich würde aber tatsächlich erst in den Hammerclan gehen und da alles abgeben. Und dann beim Wolfsclan. Nee, warte. Hammerclan ist schon richtig, ich Idiot. Der Hammerclan braucht ja die Hilfe, nicht der Feuerclan. So, hi. Der denkt sich, oh, was bist du für Elde? Habe ich denn hier noch? Wie macht der an? Eine Rüstung für Thorold. Bist doch hübsch. Wie bekomme ich dir eine Rüstung? Steiner vom Hammerclan ist ein guter Rüstungsbauer. Gut, das kann ich gerade nicht machen, weil ich anscheinend vergessen habe, mit dem zu reden. Stainer. Wegen der Ahnen. Ja? Ich habe die Macht von Akasha. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Einar. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht aller Ahnen. Gut. Ich wusste, dass du der Richtige bist. Jetzt beende deine Aufgabe. Aufgabe? Vertreibe die Orks aus Nordmar. Zerstöre die großen Lager der Orks und töte ihre Anführer. Stelle sicher, dass kein Ork es jemals wagt, Nordmar zu besetzen. Befreie Nordmar. Ja. Ist ein bisschen großes Gebiet, aber ist machbar. Okay, dann in den Wolfsclan. Wolfsclan und von da in den Hammerclan.
Gucken wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Was ist da unter mir? Jetzt wärst du blutend. Boah, war das unnötig. Ich habe aber auch schon wieder meine Leute anvisiert und nicht die Gegner. Diese ganze Scheiße. Ich glaube, ich habe ihn mitgetroffen. Okay, aber er ist nicht sonderlich böse. Lisk und Jorn. Ich glaube, mit euch habe ich noch nie gesprochen, oder? Ach doch, das seid ja ihr zwei. Oh Mann. Wieso kämpft ihr euch denn hier durch? Ist das auch der Eingang in diese große Mine? Oder ist das, ist das was anderes? Das macht schon gut was aus. Ich mache mit der Waffe gefühlt so wenig Schaden im Vergleich zu den anderen. Aber damit komme ich halt leichter durch so einen Typ, der einfach nichts anderes macht, als Dauer zu blocken. Ich glaube, das ist der Eingang in diese große Mine auch. Aber halt von der anderen Seite. Ich hab dich in Stücken. Bleib stehen, Mara. Da! 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 Nackenschuss! Wie zusammengesackt ist. Okay, ich renne da jetzt mal kurz rein, nur um zu gucken, ob das auch an die große Höhle geknüpft ist oder ob das was eigenes ist. Da! Dich zertreten wie einen Wurm! Da! Bleib stehen, Mora! Nee, das ist was eigenes. Da! Ihr helft mir dann damit anzugreifen, oder wie? Verstehe ich das richtig? Klar, why not? Allerdings mache ich dann vorher noch was anderes, weil anscheinend war ich hier unten noch nicht. Weil das hier ist mir unbekannt. Oder ich dachte, das wäre der Eingang in die große Mine und bin deswegen nicht rein. Okay, hier sind aber noch Ripper. Das heißt, hier war ich noch nicht. Oder sie sind schon gerespawnt. Minecrawler. Ziemlich sicher. Das ist wahrscheinlich relativ mittig, oder? Ah, da bin ich jetzt, okay. Dann komme ich jetzt hier, wahrscheinlich dann gleich da raus. Da! Wo ich in Nordmar reingekommen bin und die Jäger getroffen habe. Ja, wenn ich da lang gehe, nämlich. Ja. Genau.
Die Frage ist, habe ich hier irgendwas am Leben lassen? Nein. Okay. Weil hier waren auch Eisgolems, wenn ich nicht ganz doof bin. Oder einer zumindest. Was sind die zwei jetzt? Sind die noch da? Stehen die noch davor? Jungs? Ja. Die warten. So, was ist hier in der Richtung? Ein Hirsch. Mehrere Hirsche. Hirsche, die nicht treffbar sind, aus was für einem... Hä? Oh Gott, das war so schlecht. Hasen. Das führt aus Nordmar raus, glaube ich. Was, Helm? Lol. Einfach ein Helm? Wow! Dass die Kamera manchmal solche Spacker hat, ist auch interessant. Ja, okay, hier führt es nach Nordmar raus. Da war ich dann auch schon. Okay. Dann kann ich jetzt zu den zwei Jungs zurück und dann können wir mit denen zusammen angreifen. Das ist der Plan. Und danach werden wir das mit der Diebeskunst mal gucken und überprüfen und schauen, wie das funktioniert. Und danach greifen wir die Schmiede an, oder? Schmiede? Irgendwas ist da oben. Oder es ist unterirdisch. Ja, los, los, hupf, 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 hupf. Ich glaube, es ist unterirdisch. Ah nein, das ist der Hammerclan. Das sind die Golems. Der Wolfclan. Jungs? Ach, das, da steht's. Okay. Gut. Ditte machen wir aber in der nächsten Folge. Da bedanke ich mich fürs Zugucken. Wir gehen dem großen Showdown entgegen. Ich freue mich. Bis auf die nächste Folge. Bis dahin.